Hallo Olga, schön, dass du beim Shelfie dabei bist. Hi David, schön, dass du mich eingeladen hast und unsere Serie. Vielen Dank dafür. Na klar, ja, du bist bald im ZDF Neo Original Start the Fuck Up zu sehen. Kannst du uns einen Eindruck geben, was uns da erwartet? Also Start the Fuck Up ist eine neue Serie für, genau, ZDF Neo, von der Network Movie und Bild- und Tonfabrik produziert. Und es geht um ein Start-up, ein vielleicht etwas ungewöhnlicheres Start-up, wo die Figur Jana, die von ihrem Freund und ihrer besten Freundin ziemlich verarscht und über den Tisch gezogen wird, die sie nämlich aus ihrer eigenen Firma rauswerfen und ihr ihre Idee klauen. Genau, und Jana kommt dann in das neue Start-up, weil sie erstens einen Schlafplatz, eine neue Unterkunft und einen Ort braucht, wo sie arbeiten und möglichst schnell eine neue Idee entwickeln kann. Und ja, kommt dann in das neue Startup The Next und trifft da auf ganz viele kuriose, lustige, charmante, großherzige und bekloppte andere Figuren. Ja, Und ich mochte ja. die Konstellation sehr. Also Glückwunsch zu Ja? der Serie. Ich konnte schon Danke. reinschauen und finde den Humor auch unglaublich gut. Ja? Ja, also wurde das irgendwie dir so ein bisschen auf den Leib geschneidert? Wussten die Autorinnen da schon oder auch alle, für alle Figuren, ja, mit wem sie es da zu tun bekommen? Also, ich glaube, sie haben tatsächlich sehr lange gecastet. Das hat man auch gemerkt. Wir waren alle, glaube ich, relativ lange in diesem Castingprozess drin. Auf den Leib geschneidert nicht, weil es gab die Bücher schon, als ich die Casting-Einladung bekam. Aber ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, ich glaube, ich habe auf Seite 4 einfach, ich war Feuer und Flamme für diese Figur. Ich habe mich total in diese Figur verliebt und war sehr glücklich, dass sie diese Figur erschaffen haben und dass ich eingeladen wurde. Und ich glaube, es gab dann so Kleinigkeiten. Ich glaube, also erstmal, ja, wenn du das so sagst, vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, die haben einfach eine sehr lange Zeit mit dem Casting verbracht und haben einfach für sich die richtigen Leute sozusagen irgendwie gefunden. Und wenn das aufgeht, freue ich mich. Aber ich glaube, Du, wenn, waren so der Kleinigkeiten. Dominik Klingberg schreibt gerade rein, dass definitiv auf den Leib geschneidert wurde. Ja, das ist der Caster. Hallo Dominik. Ja, dann ist das eine, dann habe ich das jetzt zum ersten Mal erfahren, aber Jetzt weißt du das auch mal. nee, Kannst aber du es uns noch gab mal so. mit zurück zu den Anfängen nehmen, wie die Idee entstanden ist, so? Klar, also ich glaube, dass sich die Network Movie mit der Bild- und Tonfabrik einfach connected hat und die haben gesagt, ey, lass mal was zusammen machen. Lass uns doch mal was zusammen in die Welt setzen. Und dann haben die zusammen mit dem Writers Room der Network Movie und der Bild- und Tonfabrik mit den Autoren von diesen beiden Firmen diese Serie entwickelt und konzipiert und geschrieben. Und da waren mehrere Autorinnen und Autoren beteiligt. Und ja, dann ist das so ins Laufen gekommen und ich bin erst ganz zum Schluss, also für das Casting eingeladen worden. Wir Spielerinnen und Spieler kommen ja immer erst relativ spät dazu, im Normalfall. Und ja, dann wurde ich zum Casting eingeladen und dann ist das irgendwie so entstanden. Ja, mir ist das Label Bild- und Tonfabrik natürlich auch sofort ins Auge gesprungen. Und das sind ja die Macherinnen von How to Sell Drugs Online Fast und ehemals auch dem Neo-Magazin Royal. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich ziemlich hohe Erwartungen auch irgendwie schon hatte an die Produktion, und war total erfreut, dass sie denen auch gerecht geworden sind. Kannst du sagen, wie man mit so einem Druck umgeht, wenn man als Konstrukt so schon so viele Hits quasi produziert hat? Also ich persönlich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich komme ja eigentlich immer erst ganz zum Schluss, wenn ich dann mitspielen darf, dazu. Und ich versuche, natürlich weiß man irgendwie daran, dass die Macherinnen und Macher irgendwie große Erwartungen haben oder dass jeder sich das Beste für dieses Projekt wünscht. Aber ich persönlich versuche, diesen Druck, der da vielleicht entsteht oder der ja bei Leuten da ist, ich versuche, den von mir persönlich fernzuhalten, weil das
beim Spielen gar nichts bringt, wenn ich schon mit den Gedanken beim Endprodukt bin. Also ich kann nur darauf vertrauen, dass ich aus einem bestimmten Grund dabei bin, dass ich versuche, mein Bestes für dieses Produkt oder für dieses Projekt beizusteuern, und ich verpflichte mich da für die Funktion meiner Figur sozusagen. Und wie der Weg dann weiter mit diesem Projekt geht, den kann ich ja nicht so wirklich mitgestalten. Und deswegen versuche ich mich da diesem Druck zu entziehen und dann nicht so viel drüber nachzudenken, weil das würde blockieren. Da hätte ich eine direkte Nachfrage. Und zwar, wie es dir gelingt, am Set eine gute Stimmung herzustellen. Was trägst du da fürs Ensemble bei? Also ich versuche, einfach gut gelaunt zu sein und mich jeden Tag zu freuen, dass ich da sein darf. Und das ist schon mal gut. Meistens ist auch wirklich eine gute Stimmung, so dass man gar nicht, dass es keine große Anstrengung ist. Aber natürlich gibt es Tage oder Momente, wo man selber, Crewmitglieder, Kolleginnen, Leute einfach auf dem Zahnfleisch gehen, wenn es sehr, sehr anstrengend ist. Und da einfach ruhig zu bleiben, verständnisvoll zu bleiben, das Gespräch zu suchen, was in Corona-Zeiten jetzt nicht ging beim Drehen, wirklich irgendwie, dass man wirklich mal außerhalb der Arbeit Zeit miteinander verbringt oder sich mal in den Arm zu nehmen, sich gegenseitig zu supporten. Da mussten wir jetzt ein bisschen drauf verzichten, was auch spürbar war, fand ich, dass man außerhalb vom Drehen nicht so wirklich mal was trinken gehen konnte oder zusammen was essen gehen konnte. Das war einfach nicht drin. Ja. Deswegen, das hat so ein bisschen gefehlt, aber sonst versuche ich einfach, den Stress wegzuatmen und irgendwie sich auf die Sache zu fokussieren. Und was ich mache, was ich immer sehr gerne mache, was die Leute auch erfreut, ist, ich habe so ein Hobby, seit einigen Jahren fotografiere ich analog. Aha. Und habe eigentlich immer meine alte Leica-Kamera dabei. Und oh, wenn ich eine Pause habe oder wenn es irgendwie die Tage so zulassen, dann bin ich am Set und fotografiere die Leute oder erstelle Porträts oder fotografiere Situationen, und die Fotos schenke ich so den Leuten einfach, und das freut eigentlich alle immer, weil das ist so irgendwie, es macht mir Spaß und es macht den Leuten Spaß, und irgendwie so ein analoges Foto von sich einfach so oder vom Team zu haben, ist irgendwie eine schöne Sache. Das versuche ich so irgendwie mit einzubringen. Und dann hast du da so eine Batterie an Filmen dabei, die du dann am Ende irgendwie entwickelst und dann in die Runde gibst, ja? Ja, genau. Also ich kann leider nicht selbst entwickeln. Das habe ich noch nicht gelernt, aber ich gebe die noch brav in so ein kleines Labor. Aber hier ist die Kamera und ich versuche immer so ein bisschen das einfach festzuhalten und den Leuten damit dann irgendwie eine Freude zu machen. Das ist so meins. Mega. Und hoffentlich kriegt man solche Fotos auch irgendwann mal zu Gesicht. Das ist ja, ich erinnere mich an viele aufregende Bildbände, die so im Laufe von Dreharbeiten entstehen. Und da finde ich total klasse, dass du da irgendwie eine künstlerische Ader noch zusätzlich irgendwie einbringst. Mega. Ja, danke. Ich versuch's. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Serie unheimlich schnell entstanden ist. Kannst du das bestätigen? Mhm. Und wenn ja, gib mal einen Eindruck von dem Zeithorizont und wie das überhaupt möglich war. Wir haben angefangen. Also ich glaube tatsächlich, dass der ganze Vorlauf, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein Jahr lang in der Konzipierung, wenn nicht sogar ein bisschen länger, durch Corona und so ist ja alles so ein bisschen ins Stocken geraten, aber mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger, haben die Autorinnen und Autoren und die Network Movie und die Bild- und Tonfabrik produziert und geschrieben. Und das Casting ging für mich los letztes Jahr im Oktober. Und ich glaube, die Besetzung stand dieses Jahr Anfang Februar oder Mitte Februar, und angefangen zu drehen haben wir Ende März. Und jetzt ist es fertig. Krass, ne? Ich kann das auch gar nicht. Ich bin selber noch so, hä? Warum ist das fertig? Das ist irre schnell, ja. Also Chapeau an die Leute, wir kommen irgendwie so als Letztes dazu und die Spielerinnen und Spieler gehen als Erstes wieder. Deswegen Chapeau an die Leute, die dann irgendwie noch monatelang weiter da rumschnipseln, den Ton machen. Die haben letztendlich in einem Wahnsinnstempo gearbeitet, und dank denen ist das jetzt fertig. Ich bin selber völlig verblüfft.
Ja, ich meine, aus Erfahrung aus der Startup-Welt, weil ich ja meine eigene Plattform auch so als Indie-Maker umsetze, meine Empfehlungsplattform Shelft, da weiß Ja. ich, dass da schnell mal so Tempo aufkommt, wenn man irgendwie auf einen Launch hinarbeitet oder an einem Prototyp bastelt. Aber so eine Serie ist ja eigentlich noch mehr als das, ne? Weil so viele Gewerke auch ineinander greifen und insofern auch von mir Chapeau. Hast du denn selbst auch schon Berührungspunkte so sonst mit der Startup-Welt gesammelt? Gar nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ich persönlich habe da überhaupt noch überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen oder habe da überhaupt keine Berührungspunkte mit. Meine Nachbarn in meiner Straße, da ist ein kleines Startup, das weiß ich, da laufe ich immer dran vorbei, guck da immer mal rein. Natürlich ist der Fokus jetzt, seitdem ich selber diese Serie gedreht habe, immer so ein bisschen offener oder der Blick für so Startups, aber ich persönlich habe da Ja. Programmieren ist jetzt auch nicht so meins, das überlasse ich schön der Jana. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Ich fand auf jeden Fall cool, dass die Serie so einen Hands-on-Ansatz irgendwie zeigt, dass es irgendwie in einem kleinen Team so viel möglich ist. Und das motiviert auf jeden Fall, hoffe ich, andere da draußen mit ihrer Ja. Idee nicht hinterm Berg zurückzuhalten und einfach Sachen auszuprobieren. Ja, voll. Und im Bestfall sich nicht in irgendwelche Verträge reinquatschen zu lassen oder mit einem die Firma dann wieder weggenommen wird, so wie Ja. bei deiner Figur am Anfang. Ja. Da sollte man, glaube ich, reflektieren. Dann bist du ja als ausgebildete Schauspielerin, oder? Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? War das schon immer so dein Wunsch, dein Traumberuf? Ich glaube eher, das hat sich bei mir entwickelt. Ich war auf jeden Fall nie abgeneigt, irgendwie in der Grundschule oder so schon mal was mitzukreieren, Theaterstücke, singen, irgendwie alles, was da so anstand, habe ich immer gerne mitgemacht. Und ich habe so im Alter von 12 angefangen, Kinder- und Jugendschauspielunterricht, so Theaterunterricht zu nehmen als Hobby einmal die Woche. Und bin da ehrlich gesagt dann so ein bisschen hängen geblieben. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das ist von so einem Hobby in so eine Leidenschaft gewachsen. Und dann habe ich angefangen zu drehen, als ich 16 war. Und habe aber die Schule weitergemacht und habe das irgendwie so kombiniert. Und als dann als ich Abi gemacht habe in Köln 2011, habe ich mir erstmal ein Jahr Zeit gelassen und habe erstmal so überlegt, was kommt mir noch in den Sinn, wenn ich mal aus dem System quasi ausbreche und nicht jeden Tag zur Schule gehen muss. Also was passiert eigentlich, wenn ich mich langweile? Und dann sind viele Sachen, irgendwie neue Interessen entstanden und ich habe angefangen, kleine Möbel selber zu bauen und habe ein Praktikum beim Schreiner gemacht und habe auch mal bewusst ein bisschen so die Filmarbeit und so aufs Eis gelegt, weil ich so ein bisschen gucken wollte, ja, was passiert halt noch? Du Und hättest ja dann, dann auch Set-Designerin werden können. ja, hätte ich. Ich hab mich dann aber tatsächlich für die Schauspielschule, also ich wollte auf die Schauspielschule gehen. Ich wollte, wollte das richtig lernen, nochmal von null und habe mich dann bei den Schauspielschulen beworben und hatte Glück, bin irgendwie direkt, habe direkt einen Platz bekommen in München an der Theaterakademie August Everding. Und habe das dann herzlich gerne angenommen und hatte ja die schönste Zeit meines Lebens. Super. Und jetzt hast du ja aber auch einen Beruf gewählt, der eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit mit sich bringt. Und ich frage da immer gerne, ob es irgendwie Themen gibt, für die du dich einsetzt, die dir wichtig sind und wo du auch irgendwie eine Awareness vielleicht für erschaffen willst. Ja, definitiv. Also es gibt ganz viele Themen, die mich persönlich total beschäftigen und wo ich echt, ja, was mich auch sehr so angeht oder wofür ich brenne. Ich versuche da mich quasi immer wieder daran zu erinnern, dass ich persönlich einfach bei mir anfange und das, wofür ich brenne, einfach persönlich erstmal versuche umzusetzen, bevor ich quasi groß an andere rantrete, weil ich finde, das ist immer, wenn ich selber nicht wirklich mich auskenne in dem, was ich tue, dann brauche ich auch irgendwie nicht groß anderen davon zu erzählen. Und was ich mache, ist, also Thema Nummer eins, was mich total angeht, ist natürlich unsere Klimakrise. Und ich versuche,
dass wie gearbeitet wird, auch am Set einfach mit so einer größten Sensibilität wie möglich anzugehen. Ich gucke irgendwie, vor 2 Jahren habe ich eine Serie gedreht und es war der globale Klimastreik an dem Tag und ich konnte natürlich nicht einfach diesen Drehtag boykottieren, auch wenn ich kurz drüber nachgedacht habe. Aber ich habe dann die Autofahrt gestreikt und bin mit dem Fahrrad 1,5 Stunden komplett durch Hannover von Nord nach Süd zum Set gefahren, morgens und abends. Und versuche so kleine Sachen im Alltag oder auch beim Arbeiten dann mit umzusetzen, dass ich nicht das Plastikbesteck vom Catering nehme, dass ich mein eigenes Besteck mitbringe, nicht aus Plastikflaschen trinke, sondern eine Trinkflasche dabei habe. Sowas einfach, wenn es geht, Flüge vermeiden. Jetzt gerade drehe ich in Polen. Ich mache die ganzen Zugfahrten, was am Anfang nicht ging, weil leider die Deutsche Bahn gestreikt hat. Dann Ja, musste stimmt. man leider in den beiden Wochen, wo ich hin und her musste, muss ich Musstest du dann. wieder aufs Fahrrad umsteigen? Ja, schön wär's. Nee, da musste ich leider ins Flugzeug steigen. Aber sonst jetzt gerade mache ich die nächsten Fahrten oder die danach gekommen sind, mache ich alle mit dem Zug. Und dann gehe ich das ein, dann sage ich, gut, dann sitze ich halt 14 Stunden im Zug von Köln nach Polen. So ist es halt. Aber die Zeit, sich zu nehmen, sich darauf vorzubereiten und einfach zu sagen, nee, da wo es geht, auf Sachen zu verzichten und dann im besten Falle ohne erhobenen Zeigefinger andere zu inspirieren, das Sehr versuche gut. ich beizutragen, ja. Ja, und grünes Produzieren wird ja auch immer wichtiger, ne? Dass da eine Awareness für da ist, dass allein so eine Film- und Serienproduktion auch immer nachhaltiger in Anführungsstrichen absolviert wird. Was kann man da noch so tun, außer seine Trinkflasche zu beschriften? Also wie muss man sich sowas vorstellen? Also jetzt beim Drehen, meinst du in der Produktion? Genau. Also man kann zum Beispiel, manche Produktionen sind da schon sehr viel sensibler, finde ich. Es gibt sowas zum Beispiel dann wie den vegetarischen Tag beim Catering oder so. Da gibt es natürlich auch immer Stimmen, die sagen, muss das sein? Und ich finde, da einfach in den Dialog zu gehen, also wirklich einfach darauf aufmerksam zu machen, ja, meiner Meinung nach, das muss sein. Warum nicht? Also warum müssen wir 5 Tage die Woche Fleisch haben? Muss einfach nicht sein. Und da offen zu bleiben, in den Dialog zu gehen, auch Sachen anzumerken, beim Catering. Ich habe zum Beispiel mal bei einer Produktion angemerkt, dass einfach ganz, ganz viel gekocht wurde. Das war ein Riesentisch an Essen und an Catering da. Man konnte sich ganz viel nehmen. Das Mittagessen war vorbei. Von jedem Gericht war die Hälfte übrig und alles wurde in den Müll geworfen. Und da habe ich dann einfach angemerkt, also da sich zu trauen, das anzumerken und Leute darauf aufmerksam zu machen, sensibler mit den Dingen umzugehen und dann für sich selber Konsequenzen zu ziehen. Also ich habe mich in den Produktionen, als die Hochphase mit Corona letztes Jahr war, wurde natürlich das Catering alles in Alufolie eingepackt oder in Tüten nochmal verpackt aufgrund der Hygienemaßnahmen. Das ist alles verständlich, aber da habe ich dann für mich beschlossen, nee, ich möchte an diesem Catering, wenn das so stattfindet, nicht teilnehmen. Also ich möchte die Alufolie vermeiden, ich möchte die Plastikgedöns vermeiden. Dann stehe ich 1 Stunde früher auf und koche mir mein Essen selbst. So, und das im besten Falle, also ne, die Maßnahmen, das ist alles, möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Das ist so zum Schutz des Teams, das ist alles okay, aber da einfach gucken, was kann man selber beitragen und die andere ins Gespräch zu gehen, sensibilisieren, nachfragen, anregen. Ja, Ja, so. voll gut. Kriegst ein Herz für Film. Danke, zurück. Das höre ich sehr gerne. Und ich habe jetzt mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Hast du noch 5 Minuten oder bist du im Ich Zeitstress? hab überhaupt keinen Zeitstress. Ich habe einen Tag frei. Okay, dann habe ich nämlich noch ein paar Fragen, die ich dir gerne Ja, stellen würde. klar. Wenn du dann abends nach Hause kommst nach einem langen Drehtag, wie füllst du deine Akkus wieder auf? Und wie sammelst du neue Energie für den nächsten Tag? Ja, so viel wie möglich schlafen, ganz klar. Also schlafen, schlafen, schlafen oder was auch gut tut, einfach den Tag wegzuduschen. Das ist auch immer wichtig, das irgendwie loszulassen. Und ja, wenn es die Zeit zulässt, tatsächlich, was ich in der Produktion von Start the Fuck Up gerne gemacht habe, war, dass ich abends noch 1 Stunde Inliner fahren gegangen bin am Rhein in Köln. Das war irgendwie
war irgendwie gut. Sowas, also sich bewegen, schlafen, früh ins Bett gehen, alleine sein, weil man den ganzen Tag mit so vielen Leuten zusammen ist, da ist man dann auch, oder ich bin es manchmal auch etwas überreizt und dann tut Ruhe gut und ja, vielleicht abends wirklich noch was Frisches kochen, ist auch immer sehr gut. Ja, und bist du selber jemand, der auch sich einen Fernseher anmacht und selber auch streamt, Mediatheken nutzt? Und wenn ja, was hast du da so zuletzt für dich entdeckt? Also ich gucke auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, eher ein bisschen zögerlich, weil mein Fernseher nicht so einen richtigen Platz in meiner Wohnung hat. Der steht im Flur und wird nur platziert, wenn ich tatsächlich, also ich, wenn ich tatsächlich was gucken will, dann darf der mitmachen sozusagen. Und dann schleppst du den so ins Wohnzimmer oder wie? Ja, ich habe mir eine Rollkiste gebaut, die Ach rolle ich dann man, so. wie so ein Schulfernseher, der dann Ja, reingeholt genau. Ja, wie so ein Overhead-Projektor, sowas, genau. wird. Ja, den rolle ich dann durch die Wohnung, je nachdem, wo ich was gucken möchte oder ja, wenn ich dann mal was gucken möchte. Und ich bin so ein bisschen anfällig für, wenn ich eine Serie anfange zu gucken und die mir gefällt, dann bin ich leider sehr süchtig schnell. Deswegen mache ich das nur ganz vorsichtig und dosiert. Weil ich kann ganz schlecht aufhören, wenn ich was richtig gut finde. Und deswegen, wenn ich selber arbeite oder wenn ich so ein Arbeitspensum habe wie bei Start the Fuck Up, dann gucke ich abends nichts, weil das ist für mich dann irgendwie eine Reizüberflutung oder macht mich, ja, bringt mich nicht wirklich runter, sondern im Gegenteil. Ich bin dann irgendwie begeistert und angestachelt. Deswegen, ich gucke sehr, sehr wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin vor allem auch immer ein bisschen hinterher. Also wenn alle gerade was total hypen, dann kann es sein, dass ich erst ein Jahr oder 2 Jahre später auf den Geschmack komme und denke, boah, habt ihr schon das gesehen? Und alle sind so, hä? Gibt schon längst wieder was Neues. Aber was ich zuletzt auch verspätet geguckt habe, tatsächlich nach der Produktion dann, als ich frei hatte und erschlagen rumgelegen bin und einfach auch nur so, wie sagt man ja, so richtig geglotzt habe, war The Queen's Gambit. Also das habe ich das habe ich weggeatmet. Ja, Das fand ich voll. richtig gut. Ja. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel von anderthalb Jahre später als alle anderen. Aber das macht ja Ja, siehst überhaupt du? nichts. Nee, Ja, ich meine, das. da solltest du dir den Schuh nicht anziehen, denn wir haben ja gerade bei Shelf einen Themenmonat Gesundstream und allein so ein Druck, dass man irgendwas gesehen haben muss, wenn es rauskommt oder weil alle anderen drüber sprechen, weil es einem der Algorithmus ständig vorschlägt, da sollte man sich frei von machen, wenn man es kann und Oh, ja, danke, das erleichtert mich, weil es ist tatsächlich manchmal so, ja. was, hast du das noch nicht gesehen? Gerade in der Branche passiert es oft, was, das hast du noch nicht gesehen? Und ich denke mir so, nee, ich guck's noch, ich guck's noch. Das finde ich echt, ehrlich gesagt, persönlich auch ein bisschen stressig, deswegen gut, dass du das sagst. Danke. Ja, und ein Megatipp, den ich jetzt im Themenmonat gehört habe, das ist, wenn man sozusagen das Gefühl hat, nicht aufhören zu können, dann soll man nach einem Cliffhanger die Situation, die gerade gezeigt wird, noch auflösen, egal ob das noch quasi den Anfang der nächsten Folge gucken bedeutet. Aber dann, bevor wieder so ein neuer Handlungsstrang anfängt, auch vielleicht viele Leute da draußen einfach dann ausmachen und dann setzt man einfach beim nächsten Mal, wenn man wieder Zeit und Lust hat, dort fort. Und das hilft auf jeden Fall vielen, Ja. weil so ein Cliffhanger, das ist ja gerade die Krux, ne? Den will man natürlich erfahren und Klar. Das macht, dass man eben noch die nächste Folge anfängt. Voll. Ich mache auch das, was ganz verhasst ist oder was viele würde sagen, sag mal, geht's noch? Ich spule vor, ganz eiskalt. Wenn ich was nicht ertrage, ich spule vor. Ich gucke mir das an, dann kann ich beruhigt weitergucken, weil ich bin, das ist oft, ja. Aber ja, gut, ein Cliffhanger auflösen ist auch gut. Ja, vom Vorspulen habe ich auch in dem Monat noch nichts gehört. Das ist jetzt ein Nee. neuer Tipp. Ja. Ja, oder die letzte Folge gucken ist auch, kann man ja gar nicht laut sagen, aber manchmal, wenn ich echt denke, oh Gott, ich schaffe es nicht, ich muss jetzt wissen, wie es ausgeht, dann bin ich auch prädestiniert dafür, dass ich, weil ich ja so spät erst die Sachen entdecke, gibt es schon Zusammenfassungen im Internet, dann lese ich mir auch oft irgendwelche Zusammenfassungen durch, weiß, was passiert und kann mich dann wieder entspannen. Oder ich gucke einfach die letzte Folge. Ja, auch sehr smart. Auf jeden Fall endlich spoilerfreies Gucken, weil man schon alles Genau, weiß. Ja. genau.
Gibt es denn etwas, was dir so an Filmen und Serien aus Deutschland noch fehlt? Oder hast du das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind und inzwischen so mit dem internationalen Kino, vielleicht auch mit sowas wie The Queen's Gambit, langsam mithalten können? Ja, da würde ich mir jetzt, ich glaube, wenn ich das jetzt so beantworte, ich würde mir so anmaßen, so viel zu kennen. Und da ich mich jetzt gerade schon geoutet habe, wirklich sehr zögerlich, eine sehr zögerliche Zuschauerin selber zu sein, kann ich das so im großen Ganzen gar nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, dass auf jeden Fall ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Und was vor allem, was mich persönlich total beschäftigt, ist, dass wir auf jeden Fall mutiger sein müssen, glaube ich, aus dem Bekannten auszubrechen und dass wir dem Zuschauer viel, viel, viel mehr zumuten können. Und was mein persönliches Thema ist, wonach ich wirklich suche, was mich total interessiert, ist, dass wir vor allem Frauenfiguren brauchen, die in jeder Hinsicht irgendwie ja, diverser besetzt werden. Also sei es, welche Figur man hat, wie man aussieht, dass man da irgendwie offener wird und dass es einfach mehrere Heldinnen gibt, die irgendwie ja so ein bisschen aus dem gewohnten Blick, den man so hat, ausbrechen. Das fände ich persönlich total spannend. Und ja, dass wir dem Zuschauer mehr zumuten, also dass Thematiken und Erzählweisen in den Vordergrund vielleicht gerückt werden, die man nicht so kennt. Und das vor allem, das fände ich sehr schön, aber ich glaube, das ist überall so, nicht nur in Deutschland, dass vor allem nicht nur, dass wir geduldiger sind oder Dingen mehr eine Chance geben und dass nicht direkt die Quote neue Projekte, neue Ideen abhackt, weil vielleicht im ersten Anlauf nicht genug Leute zugeguckt haben. Das ist ja auch immer eine Sache mit, wie viel Werbung gibt es und so weiter und so fort. Da spielen so viele Faktoren mit rein, dass nicht neue Ideen und neue Versuche direkt wieder quasi gekillt werden, nur weil im ersten Anlauf die Quote nicht stimmt. Also da würde ich persönlich mir einfach eine größere Geduld und irgendwie einen größeren Mut von allen Beteiligten wünschen. Ja, voll. Kann ich unterschreiben. Ich habe ansonsten den Eindruck auch, dass sich sehr viel tut, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mutiger Ja. werden, dass sie vor allem so mit den Online-Produktionen, die mitunter ja auch weit vor der linearen Ausstrahlung in der Mediathek ihre Premiere feiern, dass man eben nicht mehr so, ja, wie du sagst, auf die Millionen Zuschauerinnen bei der linearen Ausstrahlung guckt, sondern dass man das auch inzwischen zu schätzen weiß, ne, wenn Inhalt in der Mediathek gut läuft und dass es nichts Schlechtes ist, so. Ja, absolut. Also ich glaube, es tut sich ganz, ganz viel. Ja, ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall super spürbar, dass alle da sehr viel Energie reinstecken und das ist einfach was total Gutes. Ja, zu der Sache, die du davor gesagt hast, mit mehr Frauenfiguren, da ist mir gerade eingefallen, da habe ich mal ein Gespräch geführt, so im Dunstkreis von der Serie Bad Banks mit der Produzentin, die so in der Drehbuchphase einfach mal eine Figur, die als männlicher Charakter angelegt war, so gechallenged hat, ob das jetzt unbedingt ein Mann sein muss und ob das nicht jetzt auch eine Frau sein kann. Und daraus ist dann diese Christelle Leblanc oder so, Ah, ja. Leblanc entstanden, die Ja. Chefin der Bank dort, und das war ursprünglich eine Männerrolle. Und ich finde, Ah. das tut der Serie halt auch total gut, Ja, dass das super. dann, also dass man auch in einem Kreationsprozess sowas einfach nochmal hinterfragt, und am Ende ist das Ergebnis womöglich ein viel besseres, ja, wenn Ja. man nicht alles so macht, wie man schon kennt. Absolut, absolut, total. Und dass man auch quasi überlegt, man hat eine Vorstellung von einer Figur und dann guckt man irgendwie in der Besetzung oder man hat automatisch so ein Gefühl zu, oh, die müsste vielleicht so und so aussehen, aber da vielleicht auch nochmal sich hinterfragen, nee, warum muss die eigentlich so und so aussehen? Warum kann die nicht vielleicht auch ganz anders aussehen? Und dann vielleicht auch Leute einladen zu einem Casting, die nicht der eigenen Vorstellung entsprechen oder von denen man vielleicht nicht kennt, dass sie das schon gespielt haben, sondern Leute einladen, von denen man vielleicht genau das nicht erwartet, dass sie sowas spielen können. So durchbricht man auch einfach gewohnte
ja, gewohnte Bilder. Das finde ich ja total spannend. Absolut. Ja, also in der Hinsicht auch nochmal Props an ZDF für die Serie Deadlines, die dort Ja. zuletzt erschienen ist, und die Serie Wir und die Serie Loving Her. Also da sind so viele besondere Geschichten auch gerade in der Mediathek zu entdecken. Und dein Start the Fuck Up ist dort ab 2. November zu sehen, ne? Genau. Ja, dann würde ich jetzt mal so den Bogen schließen. Ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung der Serie und hoffe, dass sie ganz viele Leute entdecken. Und ja, vielleicht gebe ich dir noch das letzte Wort. Ja, vielen Dank für diese Einladung, dass du unserer Serie hier die Plattform geboten hast, dass ich da ein bisschen drüber quatsche oder da aus dem Nähkästchen plaudere. Ich freue mich auch, wenn Leute der Serie eine Chance geben und ja, bin auch gespannt auf die Veröffentlichung und danke dir. Und Sehr danke für all die, schön. ich habe immer so ein bisschen, wenn ich ein bisschen gehaspelt habe, ist das mein allererstes Instagram Live-Video überhaupt. Lena Meckel, Herzen, Dominik Klingbert hat auch lustige Sachen reingeschrieben. Ich war immer so leicht abgelenkt. Ich habe das alles gelesen. Danke, dass ihr zugeguckt, zugehört und Sachen reingeschrieben habt. Vielen Dank. Ja, auch Herzen von mir in die Runde und wir sehen uns dann in der Mediathek wieder, würde ich sagen. Machen wir. Danke, David. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.